Und mir hat aber früher trotzdem gesagt, das ist aber ganz sicher. Bürgersteig hätte kein Mensch bei uns gesagt. Warum das so lang geworden ist oder warum, weiß ich schon nicht. Trottoir war Trottoir. Es muss ein Trottoir noch gehen. Nur Trottoir. Man hat in den Bürgersteig gesagt. Ja, Bürgersteig habe ich nie gesagt. Ja. Oder Gehsteig, wie sie auch viel sagen. Ja. Nee, für uns war das Trottoir. Trottoir haben wir auch gesagt. Ja, das ist halt so aus der französischen Besatzungszeit übrig geblieben. Chaiselong, Trottoir, kann man dann so drei, vier Ausdrücke. Aber wir haben, ich glaube, öfter Trottoir gesagt als Bürgersteig, ne? Soweit ich mich erinnere. Trottoir, ja. Also, das kommt natürlich aus der französischen Besatzung nach dem Ersten Weltkrieg. Und viele ältere Leute, die ich auch noch gekannt habe, ja, die haben sehr viel Französisch gesprochen, viele französische Worte gebraucht. Meine Oma, die war lange Jahre in einem herrschaftlichen Haus, irgendwo in der Voreifel, als Köchin und so. Und die hatte ja toujours und also was alles, was dazu gehört, nicht so, das war. Oder Pony oder irgendwie dieser, ne, Sharp. Also viele französische Worte gebrauchte die und die sind dann automatisch in unseren Wortschatz mit eingeflossen. Nicht? Leider ist das heute so, dass das etwas umgemunzt wird und wir müssen das Englische mehr forcieren. Leider, nicht? Ich meine, ich fand die französischen Worte, fand ich passend, trottoir, ne? Das ist gut, also ist es so.